Herzlich willkommen in Ellis Garten. Ich bin Elli und was ihr hinter mir seht, das sind Brombeeren. Brombeere Rubus fruticosus, eine der wirklich ältesten Obstsorten der Welt, die für gewöhnlich kultiviert werden. Also es gibt fantastische Kulturbrombeeren, die sehr sorgfältig an Spalieren gezogen werden und sehr gut gepflegt und behandelt werden müssen. Und dann gibt es solche wie meine. Also meine Brombeeren, die sind nicht gekauft, die kamen einfach hier an. Also sie kamen, ich weiß nicht womit, ob sie mit der Erde angeschleppt wurden, als die Thuja hier neu gepflanzt wurden, ob sie vielleicht sich hier so eingesamt hatten, dass Vögel vielleicht Samen durch die Gegend getragen haben oder was. Ich habe keine Ahnung, weil Fakt ist, seit Jahren sind hier Brombeeren. Und wie ihr seht, richtig, richtig große Ranken. Also das ist eine riesige Brombeerranke, die da irgendwo beginnt und sich dann quasi jetzt über mich hier rüber streckt. Da geht sie wieder ins Gebüsch rein. Und die unglaublich viele Früchte tragen. Also diese Brombeeren, die bilden ja so von Juli an, so über 6 bis 8 Wochen so einen Zeitraum, bilden sie immer wieder Früchte. Und hier kann man das sehr, sehr, sehr schön sehen, dass diese Brombeeren niemals zur selben Zeit reifen. Hier sind ja noch welche, die grün sind. Die sind jetzt in der Übergangsphase, deswegen sind sie rötlich. Und hier sind schon diese saftigen, schwarzen Früchte, die demnächst, also wahrscheinlich gleich nachdem ich das Video fertig habe, die demnächst geerntet werden, weil sie sonst überreif sind und verfaulen oder abfallen oder sonst irgendwas Schlimmes mit denen passiert, was man halt definitiv nicht möchte. Und diese Blüten der Brombeeren, die erscheinen entweder in rosa oder in weiß. Das ist ein bisschen sortenabhängig und ja quasi den ganzen Sommer über. Das ist auch der Grund, warum sich die Früchte immer so nach und nach entwickeln, da ja ständig neue Blüten kommen, die auch sehr, sehr nektarreich sind und demzufolge auch Bienen erfreuen. Und wenn ihr die Brombeeren erntet, ist es ganz, ganz wichtig, nur schwarze, vollreife Früchte abzupflücken. Denn die Brombeeren, die reifen nicht nach. Also es hat keinen Sinn zu sagen, okay, jetzt bin ich schon mal dabei, jetzt schnappe ich mir hier auch diese rötlichen oder die halbschwarzen oder so. Nein, die müssen tatsächlich schwarz und reif sein, wenn ihr in den vollen Genuss und in das volle Aroma dieser wunderbaren Früchte kommen müsst. Es ist vielleicht ein bisschen umständlich. Man muss es sagen, es kann sein, dass ihr wirklich täglich, je nachdem wie viele Brombeersträucher ihr habt, dass ihr tatsächlich täglich rausgehen müsst zum Ernten, weil sie immer und immer wieder nachreifen. Aber bitte wirklich so viel Geduld aufbringen, bis sie komplett schwarz sind. Und deswegen sollte man sie ja entweder ernten und frisch verzehren oder alternativ dann verarbeiten oder einfrieren. Also wenn ihr sie einfriert, dann entweder sorgfältig auf einem Backblech vorfrosten und danach halt erst in eine Gefrierdose oder so wie ich ernte sie, friere sie ein, weil ich sie hinterher saften möchte für Gelee. Weil aus Brombeeren kann man wunderbar, da kann man so Saft machen, Brombeersaft, da Brombeergelee. Für Smoothies kann man die nehmen, für Kuchen, für Muffins, für Süßspeisen. Also da gibt es 1000 Möglichkeiten, wo man diese wunderbaren, saftigen Früchte verwenden kann. Und man tut auch noch etwas für seine Gesundheit. Denn diese Brombeeren an sich, die sind unglaublich mineralstoffreich und zudem Vitamin A. Also es gibt so gut wie keine Frucht, die so viel Vitamin A enthält wie so eine Brombeere. Und deswegen ist es halt also auch wirklich ein sehr gesunder Genuss. Nicht nur lecker, sondern auch sehr gesund. Nur ist es halt ein bisschen ungewöhnlich, die so zu kultivieren. Ihr kennt es aus der freien Natur. Da gibt es dann ja so richtige Brombeerhecken, weil die dort ja nie geschnitten werden und nie bearbeitet werden. Das heißt, diese langen, langen, langen Triebe, die bilden sich immer und immer wieder. Und dann gibt es irgendwann so ein riesiges Gewust aus diesen Trieben, die aber trotzdem noch Früchte hervorbringen. Weil das ist auch interessant, weil für gewöhnlich sind es die jungen Triebe, die Früchte hervorbringen. Das heißt, wenn ihr jetzt so eine Brombeere kultiviert, dann solltet ihr im Herbst diese Triebe hier, die jetzt gerade momentan Früchte bilden, die einkürzen, also komplett abschneiden und nur die jungen Triebe lassen. Also er hier zum Beispiel ist ein junger Trieb. Das heißt, wir könnten diesen hier, diesen großen Trieb, da zum Beispiel dort abschneiden, hier abschneiden, dass wirklich dann im nächsten Jahr nur diese jungen Triebe übrig bleiben, die dann wieder Früchte hervorbringen. So die Theorie. Und das ist auch in der üblichen, also in der normalen Kultivierung ist es auch üblich. Aber ich muss dazu sagen, ich habe mich um diese ganzen Schnittregeln hier so überhaupt nicht gekümmert, weil die, ja, sie wachsen einfach. Es ist Natur und die haben entschieden, hier zu wachsen, also wachsen sie auch. Ich schneide gelegentlich halt mal so einen Trieb weg, wenn der so in Rasen kommt. Ansonsten lasse ich die einfach so gedeihen und sie bringen ohne Ende Früchte hervor. Ohne Ende. Also das ist jetzt nur ein Bruchteil dessen, was ich schon geerntet habe.
Und die hängen, da hinten sind ja auch noch welche, also die hängen wirklich voll. Und es wird eine fantastische Ernte werden. Doch sie bekommen eigentlich kaum Pflege. Also wenn ihr normal eine Brombeere richtig kultivieren möchtet, braucht sie einen sonnigen Standort. Gut, den hat sie. Dann, der Boden ist eigentlich relativ egal. Sie freut sich, wenn er ein bisschen nährstoffreich ist. Aber ansonsten sind Brombeeren da sehr, sehr anspruchslos. Sie freuen sich noch mehr, wenn sie im Frühjahr ein bisschen Kompost bekommen. Bekommen sie es nicht, ist es auch egal, wie man sieht. Aber normal lässt man einen Abstand zwischen Brombeerpflanzen, zwar je nach Sorte, 2 bis 4 Meter Pflanzabstand, damit sich die Triebe ganz, ganz wunderbar entwickeln können. Und sie werden dann an Spalieren gezogen. Das macht man im Normalfall so, da baut man hohe Spaliere, da werden die Triebe angebunden. Und wenn ihr ganz pfiffig sie anbindet, dann trennt ihr gleich im Laufe des Sommers junge Triebe von älteren Trieben, damit ihr dann im Herbst die alten Triebe gleich bodennah abschneidet und habt dann halt quasi auf der anderen Seite nur die jungen Triebe, während dann im Folgejahr die jungen Triebe ja wieder noch jüngere bilden, die dann wieder auf die andere Seite kommen. Also das ist dann so für Brombeerkultivierungsprofis gedacht. Aber wie ihr seht, es funktioniert auch so. Und ich freue mich deswegen darüber so, weil diese Brombeeren, also jetzt halt nicht nur halt für diese, für Leckereien Herstellung gedacht ist, sondern das ist auch eine ganz, ganz wunderbare Heilpflanze. Tatsächlich ist die Brombeere eine der ältesten Heilpflanzen der Welt. Das mag man sich so jetzt gar nicht vorstellen können. Es ist aber tatsächlich so, die hat eine wunderbare Heilwirkung. Sie wird, zum Beispiel wird Saft von ihr verwendet halt gegen Halsschmerzen, gegen Erkältungskrankheiten, gegen Husten. Er soll blutbildend wirkend. Man kann, wenn man so Entzündungen im Hals hat oder auch im Mund, hier so Zahnfleischentzündung oder so, kann man mit einem Saft da oder einem Tee, wie auch immer man damit gurgeln möchte. Dieser Tee kann so auch sehr gut eingesetzt werden gegen Durchfall, unterstützend bei Diabetes. Und da gibt es so viele Möglichkeiten, wofür diese wunderbare Pflanze genutzt werden kann. Die Blätter zum Beispiel. Junge Blätter, die könnt ihr zu Smoothies mitverarbeiten. Also die haben also einen ganz interessanten Geschmack, so ein ganz bisschen herb, aber ist eine fantastische Ergänzung da für eine Smoothies. Oder dann für Tee, da könnt ihr ganz leicht, ganz einfach, ganz wunderbar fermentieren. Und dann habt ihr einen Tee, der sowohl als heilender Tee verwendet werden kann, als auch einfach als Schwarzteeersatz. Ich meine, man muss ja nicht immer Schwarztee trinken, wenn man meint, man muss sich das so ein bisschen eine gemütliche Teestunde einrichten. Da geht ganz, ganz, ganz wunderbar so ein Tee aus Brombeerblättern. Und es ist einfach eine super, super fantastische Pflanze, die ja ohne großartige Pflege über Jahre, über Jahrzehnte halt sich immer weiter entwickelt. Wenn ihr jetzt sagt, na gut, die entwickelt sich mir so ein bisschen zu dolle hier, dann müsst ihr sie leider tatsächlich ausgraben. Also es gibt immer so Triebe, die sich dann neu bilden und halt auch etwas entfernt von der Mutterpflanze einwurzeln und dann rauskommen. Die müsstet ihr dann tatsächlich ganz konsequent mit dem Spaten ausgraben, damit sich dann nicht neue Pflanzen an Stellen entwickeln, wo ihr sie nicht so gerne haben möchtet. Und ganz, ganz wichtig bei der Arbeit, wirklich feste Handschuhe tragen. Ganz, ganz feste Handschuhe tragen, denn diese Brombeeren, die schützen sich ja. Die schützen sich vor Attacken, vor allem Möglichen mit Dornen, aber so richtige Dornen. Also nicht so kleine Muckeldinger, wo man sagt, na, merkt man nicht, sondern es sind riesen, riesengroße, ganz pieksige, feste Dornen. Und die möchtet ihr mit Sicherheit nicht in eurer Haut haben. Und ich hoffe, euch hat mein Video gefallen. Ihr liked es. Ihr abonniert meinen Kanal und ihr schaut beim nächsten Mal wieder vorbei.